So, Thema ist Arbeitsrecht. Ich habe momentan hier Valhalla Fachverlag. Wie heißt das? Doch, Valhalla Fachverlag, Regensburg 2016. Ja, ich habe mich gefreut. Ich habe zwei Bücher durch den deutschen Zoll gekriegt. Zollamtlich abgefertigt. Band 2 und 3 einer Serie über Wissenschaft, Science, Modern Physics, Electricity, Magnetism, Light and Modern Physics. Für mich persönlich ist das wichtig, weil es ein Nachweis ist, ein direkter Nachweis, dass die Bundesrepublik Deutschland Kenntnis von meinem amerikanischen Masterabschluss hat in Electrical Engineering von der Columbia University New York City. Ich habe noch einen anderen, das ist auch ein Buch, da habe ich allerdings nicht mehr diesen Umschlag mit dem Zollsiegel und hier ist auch noch Swiss Post drauf, das heißt, die Schweiz hat auch Kenntnis von meinem Masterabschluss. Das ist schön, dass das so ist. Ich lege das deshalb hier, es klebt zwar so ein bisschen auf der anderen Seite, naja. Ich werde auch noch meinen Namen reinschreiben, ich muss gut auf die Bücher aufpassen. Wenn ich das nicht tue und fahrlässig damit umgehe, kann mir mein Abschluss aberkannt werden. Das ist schön. So, das andere Buch ist Programmieren in C, finde ich super. Es gibt zwei kleine Ungenauigkeiten im Vergleich zum US. Original darf so in Deutschland nicht mehr erscheinen, erscheint auch so nicht mehr in Deutschland in der deutschen Übersetzung. Es gab mal dann eine schlechtere, vielleicht gibt es die noch. Irgend so ein Arschloch von irgendeiner Universität hat behauptet, die deutsche Übersetzung geschrieben zu haben. Das ist nicht richtig. Die beiden US-Autoren haben die selber zu großen Teilen geschrieben. Die sind auch stolz darauf. Das letzte Mal, wo ich nachgeguckt habe, haben die auch noch gelebt. Von daher, das war eine ganz klare Urheberrechtsverletzung. Das Arschloch stand auch mal draußen auf dem Titel. Bei der Ausgabe steht dann nicht auf dem Titel. Ich kann mal gerade gucken. Ist die von 1990. Mein Master ist aus. Ich gucke im Lebenslauf noch. Ich habe das richtig aufgeschrieben. Ich will jetzt hier vor der Kamera nichts Falsches sagen. So, darüber freue ich mich sehr. Ich habe auch den ersten Band und dazu den passenden ersten Band auf Spanisch. Ich möchte gerne über Science lernen und gleichzeitig Spanisch lernen und das aufzeichnen und hochladen. Ja, so. Ich habe ein bisschen die Zeit aus dem Blick verloren. Wahrscheinlich wird das eine etwas kürzere Folge und dann stelle ich mir die Eier hoch. Ich habe eben gekocht, es kann sein, dass das Hemd noch ein bisschen dreckig ist. Man sieht das dann auf der Aufnahme, die ist in HD. Muss ich mit leben. Mein Tag hat leider auch nur 24 Stunden. So, das gesamte Arbeitsrecht. Wir waren stehen geblieben bei Kapitel 11. Also nicht Kapitel 11, sondern Beschluss 11. Paragraphen heißen in der Juristerei auch Beschlüsse, weil das Parlamentsbeschlüsse sind in Deutschland. Das Arbeitsgerichtsgesetz ist meiner Kenntnis nach das schwächste Gesetzbuch in der Bundesrepublik Deutschland, weil es steht in Beschluss 5, es per Beschluss. Nee, wie heißt das? Muss man gerade nachgucken.
Das steht auf jeden Fall hier. Ja, das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz können im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie den Satz 1 bestimmte Vergütungsgrenze durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, den jeweiligen Lohn- und Preisverhältnissen anpassen. Also dieses Gesetzbuch kann durch Rechtsverordnung, durch Verordnung geändert werden. Paragraphen werden hier auch Beschlüsse genannt. Das ist eine... Ja. Ich mag weder das Arbeitsgericht noch das Arbeitsgerichtsgesetzbuch. Ich war am Donnerstag da, was sich mir da geboten hat, war nicht schön. Ich vermute, die haben dem Rechtsanwalt auch ins Arschloch gegriffen. Was die mit der Richterin machen, weiß ich nicht. Oder angeblichen Richterin. Da fehlen Bücher vom Fachverlag auf dem Tisch. Die hat irgendein Karnevalskostüm an, anstatt eine Richterrobe. So. Parteifähigkeit hat mir Prozessvertretung. Mir klopft schon das Herz. Ich habe mich wirklich aufgeregt. So. Ich darf das hier sagen, weil das meiner Lebenswirklichkeit entspricht. Ich bin auch bereit, das vor Gericht zu wiederholen. Ich sage das immer wieder gerne. Ich brauche jetzt erstmal ein Bier. Hiermit kann ich übrigens nicht weitermachen. Ich habe das als sinnvolle Beschäftigung wahrgenommen. Geht leider nicht. Ich wollte auch noch was dazu schreiben, wie man die Wirkstoffe, die hier aufgelistet sind, als Medikamente findet und wie die an Kinder verabreicht werden in Großbritannien im NHS. Bleibt liegen, weil ich mich mit so einer Scheiße hier beschäftigen muss. Richterraumlebenszeit, so. Ich mache jetzt ein Bier auf. Und dann trinke ich erstmal zwei Schluck Bier. Übrigens mit freundlicher Unterstützung aus Remscheid. Paderborn. Gerüchteweise hat es in Paderborn mal ein Oberlandesarbeitsgericht gegeben. Das ging schnell. Danke, Remscheid. So. Das Problem ist, Tusnelda ohne Bücher vom Fachverlag ist auch nicht in der Lage, deutsche Sätze zu verstehen. Ich habe 4 Anträge gestellt in properstem Deutsch. Die kann ich auch mal irgendwann vorlesen, die Anträge. Die versteht ihr alle nicht. Ich begründe auch meine Forderungen, die sagt bei jedem Einzelpunkt, sie hat den verstanden, aber insgesamt geht das gar nicht. Hat auch keine Aussicht auf Erfolg. Es regt einen einfach nur auf und es ist eine Riesenschweinerei. Dass ich an die Bücher von Fachverlagen rankomme, ist auch ein Grund. Ich soll da nicht großartig drüber sprechen. Ich hatte bisher den Eindruck, als ob ich so ein ganz klein bisschen was verstanden habe. Der verflüchtigt sich bei jedem Termin im Arbeitsgericht. Es ist eine Riesenschweinerei. Naja, wenn ich mit dem Arbeitsgerichtsgesetz fertig bin, steht auch ein bisschen was zur Zivilprozessordnung hier hinten drin. Mit der kenne ich mich auch nicht richtig aus. Das sind eh nur die Sachen zur Zwangsvollstreckung. Soweit bin ich noch nicht. Ich bin auch noch nicht unter den 6.500 Euro gelandet, sodass ich Arbeitslosengeld 2, Hartz 4 oder wie das gerade heißt, beantragen kann. Ich arbeite dran. Ich war ein Jahr bei der Bundesagentur für Arbeit und es gab nicht einen scheiß Vermittlungsvorschlag. Und es wird so dermaßen über Fachkräftemangel geredet
Und ich habe wirklich einen Master in Electrical Engineering. Und angeblich werden solche Leute gesucht. Das ist so dermaßen unverschämt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe hier in NRW 2 Staatsprüfungen abgelegt im ersten Anlauf als Lehrer. Angeblich gibt es auch einen Lehrermangel. Es ist so dermaßen scheiße, das kann man sich gar nicht vorstellen. Seit November 2016 warte ich auf ein Arbeitszeugnis von der Landesregierung NRW. Ich kann auch dagegen nichts unternehmen. Ich habe einen Antrag auf Einsicht in die Personalakte gestellt. Dem wird nicht stattgegeben bei der Bezirksregierung Düsseldorf. Es ist einfach nur zum Kotzen so. Und jetzt mache ich eine Pause und gehe einkaufen und fange danach an, über die Ziele. Über das Arbeitsgerichtsgesetz zu sprechen. So, das lade ich auf jeden Fall hoch. Ich habe mal was zur Patientenverfügung aufgezeichnet, das lade ich nicht hoch. Habe ich mich auch aufgeregt. So, bis später am Tag.